Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Fokker-3-Sänger. Gut, dass ihr wieder mit dabei seid. Und gut und entspannt waren hoffentlich auch eure Ostertage. Und ihr hattet den fleißigen Osterhasen, das hoffe ich besonders. Ich kenne da nämlich einen Hasen, dem geht es heute besonders gut. Allerdings liegt das nicht an Ostern. Ein Jäger längs dem Weiher ging, hatten wir zuletzt ja alle 8 Strophen gesungen. Das war eine ganz schöne Leistung und eine ganz schöne Länge. Und drum dachte ich mir, 8 Strophen, vielleicht ein bisschen viel. Können wir vielleicht die ein oder andere Strophe streichen und die Geschichte ist trotzdem noch erzählt. Also ich glaube schon, dass wir uns das auswendig merken könnten, alle 8 Strophen. Aber auch fürs Publikum hat das ja dann vielleicht eine gewisse Länge. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe 3 Strophen rausgestrichen. Und das machen wir zusammen jetzt. Wir streichen bitte die 3. Strophe und die 5. und die 6. auch noch weg. Und dann bleiben übrig, die könnt ihr euch ja einkringeln, die 1., die 2., die 4. und die 7. und die 8. Strophe. Diese 5 Strophen, 1, 2, 4, 7, 8, die singen wir sowohl im Konzert als auch jetzt. 3 und 4. Ein Jäger längs dem Weiher ging. Lauf, Jäger, lauf, die Dämmerung den Wald umfing. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, lauf. Dort. Lauf, Jäger, lauf, was flüstert leise fort und fort. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, lauf, mein guter Jäger, lauf. Das muss für wahr ein Kobold sein. Lauf, Jäger, lauf, hat Augen wie Karfunkelstein. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, lauf, mein guter Jäger, lauf. Der Jäger lief zum Wald hinaus, lauf, Jäger, lauf, verkroch sich flink im Jägerhaus. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, lauf, mein guter Jäger. Das Häschen spielt im Mondenschein. Lauf, Jäger, lauf, ihm leuchten froh die Äugelein. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, lauf, mein guter Jäger, lauf. Da muss der Jäger tüchtig laufen und der Hase ist am Ende der Sieger in dem Spiel. Mit dem zweiten Lied möchte ich ein ganz besonderes Experiment heute mit euch eingehen, liebe Fokker-3-Kinder. Denn dieses Lied ist weder ein bekanntes Volkslied oder Kinderlied, noch, und das vor allem, haben wir es gemeinsam jemals miteinander gesungen. Es ist also ganz neue, unbekannte Musik für euch. Und trotzdem glaube ich, wir können auch über dieses Video, über die Distanz, mal gemeinsam ein neues Lied kennenlernen. Wir werden das heute noch nicht mal komplett machen. Erstmal nur die ersten 8 Takte zum Hineinschnuppern. Auch noch nicht auf Text, der ist dann später nämlich auf Englisch. Das machen wir heute erstmal alles auf verschiedenen Buchstaben, auf verschiedenen Vokalen. Ich würde vorschlagen, ich singe euch immer ein bisschen was vor, gebe euch ein paar Anleitungen, gebe euch ein paar Tipps zwischendurch und ihr versucht es immer gleich mitzumachen, gleich nachzusingen. Dann sind wir, glaube ich, so am schnellsten. Erstmal, dann könnt ihr euch nochmal zurücklehnen, der ganze Anfang, die ganzen ersten 8 Takte auf O. Warme Melodie. Vielleicht habt ihr euch schon ein bisschen hineingehört, hineingefühlt. Dann machen wir das Ganze, das Gleiche nochmal auf A, bitte. A.
damit wir uns gleich ein bisschen orientieren können, welche Töne ich meine, wenn ich zu verschiedenen Tönen ein paar Tipps gebe, machen wir jetzt noch eine Sache, nämlich wir singen das Ganze auf Zahlen. Wir zählen von 1 einfach immer weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Töne, das haben wir schon mal richtig gezählt. Das ist, glaube ich, gewöhnungsbedürftig, das machen wir gleich nochmal auf Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nicht schlecht. Und jetzt, warum wir das auch machen mit den Zahlen, möchte ich euch noch ein paar Tipps für ein paar Töne geben. Nämlich zum Beispiel der dritte Ton, genauso wie dann der siebte Ton. Die müssen schön tief und jeweils das Intervall dahin zum dritten und zum siebten Ton ist das gleiche. Ich mache es euch einmal vor. Die ersten drei Töne. 1, 2, 3, 2, 3. Das ist das erste tiefe Intervall. Und dann 4, 5, 6, 7, 6, 7. Ja, genau das gleiche Intervall. 2, 3 und 6, 7. Immer schön tief gehen auf den dritten und auf den siebten Ton. Mit diesem Hinweis im Hinterkopf einmal noch die ersten. Welche sind das denn? Die ersten 8 Töne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz genau. Nochmal, das können wir wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt 9, 10, 11 und die 12. Die muss strahlen in der Höhe. 9, 10, 11, 12. Mit Freude und Mut darauf zugehen. Gleich nochmal. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Dann 13, 14. Die 14 ist wieder tief. 12, 13, 14, 15, 16. Genau. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Nochmal. 14, 15, 16. Und noch ein Start ab der 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehr gut. Jetzt machen wir ein kleines letztes Experiment noch an dieser Stelle, bevor wir es noch einmal im Gesamten singen. Jetzt möchte ich die Töne mal ein bisschen länger mit euch aushalten. Einige ein bisschen weniger länger als andere, aber die wichtigen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, die halten wir nochmal so lange aus, bis ihr mit den Ohren mit mir überprüft habt, ob das übereinstimmt, ob wir synchron sind in der Tonhöhe. Dazu seht ihr hier meine linke Hand und die zeigt euch immer an mit einem kleinen Schlag, wann es zum nächsten Ton geht. Ansonsten den Ton bitte gut aushalten. Atmen könnt ihr natürlich immer gern, wenn es notwendig ist. 1, 2, 3 und so weiter zählen. 1, 2, 3. 14, 15, 16. So viel Zeit muss sein, um das nochmal gemeinsam zu überprüfen. Und jetzt singen wir das Ganze nochmal gemeinsam mit einem schönen Ü, dass wir einen ganz, ganz kleinen, schlanken, schönen Ton bekommen. Ü, zwei und Ü.
letztes Mal den Mund richtig weit auf und voller Klang. Ne? Genauso gespannt wie ich, wie es dann weitergeht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das Stück, und jetzt verrate ich es euch noch, denn ihr findet das auch gleich, das tue ich gleich dahin, in eurer digitalen Notenmappe bei Dropbox. Das Stück heißt I Am Your Hands. Da könnt ihr auch schon mal, wenn ihr allzu neugierig seid, in die Noten hineinschauen und den Text zumindest auch kennenlernen davon. Aber heute geht es nochmal nicht nur mit Text, sondern auch mit schwungvollen Tönen weiter. Denn ich dachte mir, zum Ende unserer Proben machen wir mal so ein bisschen Retro immer. Retro heißt in dem Fall, dass wir ein paar alte Lieder ausgraben und die gemeinsam wiederholen. Zum Beispiel ganz schwungvoll ein Lied, was der Vocal 3 schon immer singt und was der Hauptchor auch immer singt. Ich erzähle es euch ja. Das ist ein Lied, was der Hauptchor im Prinzip auf jeder Reise singt und das dann am jeden Tag. Denn das wird immer vor dem Mittagessen gesungen. Das ist eine Art Tischgebet. Jetzt wisst ihr schon, was ich meine, ne? Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Und das Ganze hat auch einen sehr prägnanten, sehr scharfen, sehr klaren Rhythmus. Und den, bevor wir jetzt endlich lossingen, werden wir auch nochmal schnell durchsprechen. Alle Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. So viel Zeit wir am Ende haben, desto mehr Gas müssen wir zwischendurch geben. Zum Beispiel, und du gibest ihnen ihre Speise. Das ist richtig flott. Und nachher ist auch noch flott. Sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Am Ende die große Ruhe. Und jetzt können wir singen. Alle Augen. 2, 3. Alle Augen warten auf dich, Herre. Und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit leise. Alle Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was dein Leben mit Wohlgefallen. Ja, wenn ihr ganz leise singt, ihr habt es bei mir gemerkt, trotzdem ganz deutlich, dann sind die Buchstaben, die Konsonanten in dem Fall wie kleine Schläge, wie Schlagzeug spielen, wie Percussion machen. Alle Augen warten. Und mit dieser Präzision, mit diesem Schlagzeug im Mund, machen wir es nochmal. Alle Augen warten auf dich, Herre. Und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand. Was dein Leben mit Wohlgefallen. Und jetzt nochmal einen schönen, dicken Klang, ganz kräftig. Alle Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was dein Leben weiteres Retro-Lied, also eines, was wir ziemlich lange nicht miteinander gesungen haben, ist dieses Lied und ich spiele mal kurz die Melodie am Anfang. Ein
Einige mochten das ganz besonders von euch, ich erinnere mich gut. An der Saale hellem Strande. Und den Text bekommt ihr hier wieder eingeblendet. An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind verfallen und der Wind streicht durch die Hallen. Wolken ziehen drüber hin. Zwar die Ritter sind verschwunden, nimmer klingen Speer und Schild, doch dem Wandersmann erscheinen in den altbemoosten Steinen oft Gestalten zart und mild. Droben winken schöne Augen, freundlich lacht manch roter Mund. Wanderer schaut wohl in die Ferne, schaut in holder Abendsterne, Herz ist heiter und gesund. Und der Wanderer zieht von dannen, denn die Trennungsstunde ruft, und er singet Abschiedslieder, Lebewohl tönt ihm hernieder, Tücher wehen in der Luft. Beim letzten Lied für heute ist es noch gar nicht lange her, dass wir das gemeinsam gesungen haben. Und drum werde ich gleich mal mit dem Vorspiel beginnen und denke mir so, ihr werdet das Vorspiel bestimmt erkennen, ihr werdet euch ganz schnell an das Lied erinnern und wir können gleich gemeinsam miteinander loslegen. Freund in mir, du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. 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 Du hast deine Sorgen genauso wie ich. Wir halten zusammen, ich werde wirklich alles tun für dich. Egal was passiert, verlass dich auf mich. Denn du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Ein paar von den Typen könnten klüger, größer und auch stärker sein als ich. Vielleicht, doch keiner wird dich auf meine Art immer so lieben. Wirst du sehen, unsere Freundschaft wird niemals untergehen. Das ist unser Schicksal, ich sag's dir jetzt hier. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute und freue mich auf ganz bald. Tschüss.